Jo, ich bin gerade dabei, die ganzen Kameras fertig zu machen. Denk an nichts Böses. Geh hier raus. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Das fängt gleich an zu schiffen und zwar nicht ohne. Nichts davon war gemeldet. Nichts. Also das Wetter, Leute, ist verhext. Ja, Mensch, mal direkt eine Spider-App hier auf die GoPro gezaubert. Läuft. Kennt ihr die Tage, wo nichts funktioniert? Schon beim Herfahren. Ich war schon fast da, dann merke ich, oh, Frank, hast dein Bose-Headset zu Hause vergessen. Geil. Dann fahre ich weiter, Tankstelle, mach meinen Kanister voll, kipp mir die Hälfte an Sprit über die Hände. Dachte mir, oh, läuft bei mir. Ja? Dann merke ich, ey, Alter, du hast ja gar kein Geld dabei. Hey, nochmal irgendwo zur Bank fahren, was geht ab? Ja? Dann bin ich hier, schrott die GoPro. Dann war die Batterie von meiner Füllstation leer hier vom Sprit. Geil, solche Tage liebe ich, Leute. Solche Tage liebe ich. Und jetzt zieht das Wetter rein. Will mir das Schicksal heute irgendwas sagen? Willst du sagen, hey Frank, mach ein Päuschen? Flieg mal nett? Ja? Naja. Ja, und damit darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zum heutigen Abenteuer. Ja, es geht gar nicht so weit weg, ihr habt es schon im Videotitel gesehen. Es geht zum Dolmer. Ja, der Dolmer hat heute Dollkosch. Das Wort Dollkosch ist davon abgewandelt, weil in Oshkosh, das ist in Amerika drüben, ich glaube, es ist das größte Fly-In- und Fliegertreffen der Welt. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin. Das nennt sich Oshkosh. Ja, da gab es auch mal eine deutsche Version, ihr erinnert euch, Tankosch, ja, in Tannheim unten. Ein riesen Event und ich behaupte auch fast, es war das größte Fliegertreffen Europas. Korrigiert mich. Ja? Ja, und der Dolmer macht es jetzt quasi in der UL-Version und nennt das Ganze Dollkosch. Ja, finde ich eine ganz schöne Sache. Wir haben tatsächlich hier in Gössenheim auch schon drüber nachgedacht, Gösskosch, ja, zu veranstalten. Naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich fliege da heute hin. Es sind über 100 Flugzeuge angemeldet. Es sind jetzt auch schon einige da. Und ja, wir schauen mal, was geboten ist. Es sind ein paar Aussteller da, Aeroprakt ist da, VL3 ist da und so weiter. Viele Flugzeuge, viele Camper, die da auch vor Ort sind. Und es gibt natürlich wieder jede Menge Essen und Trinken. Ich habe riesen Bock drauf, weil es eine Art Fly-In ist, beziehungsweise es ist ein Fly-In. Ja? Man trifft Leute, man tauscht sich aus, man kann sich unterhalten und so weiter. Und das ist das, genau das, was mir die letzten 1-2 Jahre gefehlt hat, Corona geschuldet. Ja, von daher, ich habe den Hobel jetzt aufgetankt, ich habe ihn bepackt, ich habe alle Kameras klar gemacht und jetzt werde ich mich raushauen, ganz klar. Sofern das Wetter mich lässt natürlich. Ne? Man weiß ja nicht, was jetzt noch alles passiert auf dem Flug dahin. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Alles andere kann warten, möchte ich für mich so ganz allein, denn dieses Leben ist zu kurz, um noch zu warten. Von deiner Armbrüste mal zwei. Und ja, wir beide sind wie Bonnie und Clyde. Für immer vereint, für immer vereint. Egal, wohin ich auch gehe, bin ich fern von dir, dann brennt mein Herz. Ich möchte dich so gern verstehen. So, Kinas, los geht's. Ja, ich roll runter zur 2.8, Leute. Ich habe gerade nochmal ins Wetter reingeschaut. Ja, also vor einer Stunde das letzte Mal, jetzt wieder. Und tatsächlich sieht das Wetter wieder komplett anders aus. Jetzt mal Buddha bei der Fisch. Woran liegt das? Ja, haben sie die ganzen Wetterfrösche entlassen über die Corona-Zeit? Oder hat der Globus gemerkt, oje, oje, weniger Flugzeuge in der Luft? Das Wetter verhält sich anders. Kann ja sein, dass da so eine Naturgewohnheit drin war quasi. Auf jeden Fall ist es nicht mehr planbar, ja. Es kann durchaus sein, ich habe den ganzen Hobel vollgepackt, ihr könnt sehen. Es kann durchaus sein, dass ich heute entweder wieder heimfliege, wenn die Welt zusammenbrechen sollte, oder ich sogar einen Ausweichflugplatz habe. Nämlich in Fulda ist auch noch eine kleine Party heute Abend. Da fliegt auch die ganze Gössenheimer Crew hin. Vielleicht hänge ich mich damit hin, wenn das Wetter da besser ist. Also ich weiß jetzt noch nicht einmal zum aktuellen Zeitpunkt, ob ich an den Dolmer hinkomme. Ich habe gerade eine Message vom Andreas bekommen, den ich in Schwabmünchen mal besucht habe. Der ist schon da oben. Der hat gesagt, oh, hier zieht gerade eine Regenzelle durch, die ist gar nicht mal ohne. Ne? Also das Wetter ist unfassbar, wirklich. Unfassbar. Und es ist eine Brunswärme. Mir läuft das Arschwasser zusammen, wirklich. Boah, deswegen habe ich die Tür jetzt auch noch auf. Das Thema ist nämlich das, genau dahin, wohin ich fliegen muss, hier rüber. Da steht eine Riesenregenzelle drin, ne? Naja, wir gucken einfach mal, ansonsten fliege ich mal zurück, Leute. Und dann fahre ich heim und dann gucke ich NL2. Leck mich am Arsch, ey. Delta Charlie Victor, rollt auf die 2.8 und startet. So,
okay, ich habe alles gecheckt, Rettung ist in Sicherheit, Stauraum frei, Türen zu, Fenster zu, Benzinpumpe an, Licht an, check, Feuer frei. Ja, man merkt die Wärme, ne? Sie geht einen Ticken später hoch. Und überladen bin ich ja beim besten Willen nicht. Also ich bin nicht vollgetankt, gar nichts, ne? Und die 15 Kilo Gepäck hier neben mir, die machen's Kraut auch nicht fett, ne? Ja, fliegen wir mal ins Wetter rein, ne? Gucken wir mal, was abgeht. Ja, lass uns noch mal ganz kurz über die Wettersituation reden. Östlich von mir zieht ein massives Regenband durch, dessen Ausläufer bis in meine Flugbahn hier rein reichen. Ich weiß nicht, ob ihr es auf den Außenkameras erkennen könnt, aber hier drüben ist Butzi. Und vor mir sieht es auch gerade nicht so rosig aus. Wir tasten uns ran und dann sehen wir es, Leute. Ja, vielleicht soll es auch einfach mal nicht sein. Ich weiß es nicht, was da heute los ist. Ja, um euch ein bisschen zu beruhigen, ich bin jetzt auf Höhe Neustadt-Saale, Echo Delta, Foxtrot Delta. Hier drüben sehe ich auch die Piste und den Dolmer kann ich auch schon erkennen. Ja? Das heißt, dieses Regenband ist wirklich dick drüben und diese Ausläufer hier, die für einen angenehmen Schatten sorgen, das muss ich jetzt mal an der Stelle tatsächlich so sagen, ne? Ja, sind halt nur die Ausläufer. Dolmer ist in Sicht jetzt schon und von daher wird alles gut gehen. Okay, wir sind im Gegenanflug Piste 04. Wir haben hier westlich eine Platzrunde jetzt ausgewiesen, finde ich sehr schön. Ich bin auch noch gut hoch. Ich ziehe jetzt mal die Fahrt raus. Gas ist eh draußen. Okay, Klappe 1, check. Trimmung anpassen, Benzinhahn ist an. Benzinpumpe, sorry. Und Licht ist auch an. So, jetzt gucken wir mal. Kühndorf, nicht Kühndorf. Wie heißt denn der Ort hier eigentlich? Ist das Kühndorf? Weiß ich jetzt gar nicht. Den Ort auf jeden Fall meiden. Ich glaube, das da hinten ist Kühndorf, ne? Das war ich schon so oft hier und kenne mich nicht aus. Und im Endeffekt Flug 04. Okay, die Wiese ist nass, hat er mir gerade über Funk gesagt. Und der Wind kommt direkt von vorne. Hey, wir machen das wie immer, Leute. Ja? Lehnt euch zurück, genießt den Flug. Die Settings passen. Ah, da stehen auch schon ein paar Wohnmobile, schön. Einige Flugzeuge da. Ja, der Wind liegt auf der Piste, würde ich sagen. Ja, sieht sehr gut aus. Oh, ich liebe diese Fly-Ins, ne? So, wir haben 110 auf der Uhr, alles gut. Herzlich willkommen am Dolmer. Niemals genug von dir. Da ist mehr zwischen uns, ja, ich fühle es. Hab keine Ahnung, warum du, doch ich spüre es. Du machst es wieder leid. Ja, am Dolmer angekommen, ne? Ich glaube, ich träume jetzt. Und alles, was ich an dir mag. Deine schöne, lebendige Art. So heimatlich, dass ich nie vermag. Niemals. Egal, wohin ich auch gehe. Boah. Ist jetzt gerade ein Flugzeug hier gelandet und er hat sein Rad, ich sag jetzt einfach mal abgebrochen, ich weiß es nicht, aber es ist nichts passiert. Ja, Flugzeug natürlich ein bisschen was kaputt, dem Piloten und Co-Piloten ist nichts passiert. Ich werde es auch nicht filmen, Leute, das macht man nicht. Und ja, Dolmer ist nicht ohne, ne? Immer schön vorsichtig rangehen. Ich war hier auch schon tausendmal, ich habe vor jeder Landung Respekt, ne? Hey, kann man dich streicheln? Ja. Digga. Ha? Du bist ja ein Schöner. Geil. Eins, zwei, drei. Jo, noch ein Ticken. So ganz allein, denn dieses Leben ist zu kurz, um noch zu warten. Von deiner Art bräuchte man zwei. Und ja, wir beide sind wie Bonnie und Clyde. Für immer vereint, für immer vereint. Ja, heute muss ich meine Brötchen wirklich hart verdienen, Leute. Es ist sackheiß. Sackheiß. Ich lege mich jetzt erstmal eine halbe Stunde unter die Fläche. Das Einzige, was ich brauche,
Also ich mache die ganze Zeit mit meiner Spiegelreflexkamera geile Bilder hier. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, und ihr könnt ja auch alle kostenlos verwenden, geht aber bei mir auf die Facebook-Seite Pilot Frank. Und da mache ich einen Ordner, da packe ich die alle schön rein. Und wenn ihr da irgendeins habt, wo ihr euch wiedererkennt oder was ihr gern verwenden wollt, Leute, dann zieht's euch einfach. Alles gut. Ja, dann filmen wir doch mal nochmal ein paar landende Flugzeuge hier, ne? Ist ja immer spektakulär an solchen Events. Oh, gracias. Eis geht immer. Egal wohin ich auch gehe, bin ich fern von dir, dann brennt mein Herz. Ich möchte dich so gern verstehen, doch wie Wunder funktioniert. Sir, herzlich willkommen am Dolmar, Sir. Grüß Gott, ich höre doch nichts. Und wenn es sein muss, zu Fuß, Hauptsache nie mehr allein. Halt mal kurz fest, da brauche ich einen Fall. Hab ich. Glaub mir, das Einzige, was ich brauche, bist du. Aber ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Bitte hör mir doch zu. Egal, wo es mich hin verschlägt. Meine einzige Heimat bleibst immer nur du. Und ich hoffe, dass gib mir alles auf einmal aus. So. Wie viel waren das jetzt? 20. Darfst du Geld mit? Nee, waren mehr. Das sind 30. Ah, schade. Für immer vereint, für immer vereint. Egal wohin ich auch gehe, bin ich fern von dir, dann brennt mein Herz. Ich möchte dich so gern verstehen. Doch wie Wunder funktionieren, werde ich wohl nie erlernen. Meine Heimat bleibst du bitte verstehst. Alles, was mir wichtig ist. Glaub mir, das Einzige, was ich brauche, bist du. Aber ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Bitte hör mir doch zu. Egal, wo es mich hin verschlägt. Meine einzige Heimat bleibst immer nur du. Und ich hoffe, also, Männer, ich sattel's. Tschüss, mach's gut. Hallo. Alle hopp. Für immer vereint, für immer vereint. Egal wohin ich auch gehe, bin ich fern von dir, dann brennt mein Herz. Ich möchte dich so gern verstehen. Doch wie Wunder funktionieren, werde ich wohl nie erlernen. Egal wohin ich gehe. Meine Heimat bleibst du bitte verstehst. Da laufen die Kameras. Dann Grüße. Hi. Moin. Eine Action. Servus. Und alles da. Ja, Mensch, chillen unter der Tragfläche ist jetzt durch. Ein paar Flugzeuge sind schon gegangen, ein paar sind noch da. Gerade das Modellflug. Ja, und ich laufe jetzt mal da runter und schaue, ob es was zu futtern gibt. Und ich brauche noch eine Flasche Wasser. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Bitte hör mir doch zu. Egal, wo es mich hin verschlägt. Meine einzige Heimat bleibst immer nur du. Und ich hoffe, dass du mich verstehst. Kriege niemals genug von dir. Das Meer zwischen uns, ja, ich fühle es. Hab keine Ahnung, warum du, doch ich spüre es. Du machst es wieder leicht. Lauf wie auf Wolken jetzt. Du bist für immer mein. Ich glaub, ich träume jetzt. Und alles, was ich an dir mag. Deine schöne, lebendige.
So, und wenn die Herrschaften hier nicht mitten im Weg stehen würden, könnte ich in Ruhe mein Zelt aufbauen. Und die hören es nicht immer. Unfassbar. So, das wäre jetzt das Zelt, was ich auf der Friesener Warte aufgebaut hätte. Boah, ich hatte es gerade schon mit der Gang hier. Ich habe ein bisschen Angst vor Scheißhäusern auf Festival, Veranstaltungen und Events. Vor allem, wenn es so heiß ist. Ja, ihr versteht, was ich meine. Viele Leute, die Kiste ist warm, vollgeschissen. Ein bisschen Angst davor. Also ich könnte nackig an die Wand springen, ich bleib hängen, so babbig. Also das ist ein reines Ein-Mann-Zelt, okay? Ey, mir läuft der Rödel ab, Alter. Ich habe Angst vorm Scheißen, Heiko. Wieso? Ja, weil wir an der Kloschüssel festkleben, Alter. Vielleicht ist es so heiß, trocknen lassen, abkloppen. Oh. Doch wie Wunder funktionieren, werde ich wohl nie erlernen. So, wir gehen mal mein Setup schnell durch. Die Dackelgarage ist klar. Dann habe ich natürlich meine normale Bettdecke von zu Hause mitgenommen, mein Kopfkissen. Wir haben zwei Isomatten, einmal hier unten die und einmal die aufblasbare und noch eine Decke drüber, dass ich da nicht dran festklebe. So sieht's aus, gemütlich ist es. Ich find's gut. Ja. Und wie fühlt das sich frisch gewaschen? Ha? Heiko, ich bin arschwasserfrei. Das war so gut. Und geduscht, eiskalt. Mach das bitte, 1 Euro. Echt? 1 Euro. Hinter dem, der viereckige Hangar, dahinter ist eine Tür. Dahinter ist eine Tür und da gehst du rein. Scheiß und duscht und du bist ein anderer Mensch. Geil. Guck mich an, Alter. Geil. Moin Moin, Kinders. Boah, was eine Nacht, ey. Ich habe mich jetzt mal von den Flugzeugen entfernt, weil die halt doch noch alle schlafen. Boah, ich habe so richtig schlecht geschlafen. So richtig schlecht. Mein Setup war eigentlich gut, aber ich kann euch nicht sagen, woran das lag. Na, jetzt habe ich die Zähne geputzt und jetzt werde ich in aller Ruhe meinen Kram abbauen, noch ein paar fliegerische Eindrücke einsammeln und dann war es das auch schon wieder. Ne? So schnell geht die Zeit immer rum. Ich habe meine Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich die Augenringe des Todes habe. Die erste Flugbewegung. Das leidigste Thema ist jetzt immer hier gleich das Zelt zusammenzubauen, abzubauen. Dann fangen wir mal an mit dem großen Packen. Oh Mann, da habe ich ja Lust zu. Raus. So, ich kann euch jetzt das Geheimnis verraten, warum ich so beschissen geschlafen habe. Weil ich wieder so spät so deftig gegessen habe. Ja, das ist das Geheimnis. Ich merke richtig, wie das mir im Magen liegt, das Zeug, wie so ein Stein. Things alright.
Ja, jetzt ist gerade noch der Matthias mit seiner Savage gelandet. Habt ihr schon mal gesehen, auf dem Weg nach Mainbullau von Aschaffenburg. Aufbruchstimmung, sonntags, ganz normal bei solchen Events. Ich habe auch meinen ganzen Kram gepackt. Ich fliege jetzt wieder nach Gössenheim zurück und denke mal, ich werde von der Gössenheim-Gang noch einige Leute treffen, weil die auch unterwegs waren. Ja, Leute, los geht's, würde ich sagen. Bevor es nun wieder nach Hause geht, möchte ich einigen Kanalmitgliedern Danke sagen. Aviation Pilot 71, danke für deinen Support und deine wirklich coolen Kommentare. Basisflyer, mein Freund, herzlichen Dank. Bertel W., auch dir sage ich Danke. Trompetix 89, du Granate, vielen herzlichen Dank. Pilot Sierra Hotel, welcome on board and thank you very much. E-Mac Play, schön, dass du dabei bist und vielen herzlichen Dank. Wossi Berlinowski, danke für deine Mitgliedschaft und deine tollen Kommentare. Und zuletzt Two Performance, vielen herzlichen Dank, mein Guter. Ich würde sagen, wir satteln das gelbe Pferd und fliegen zurück nach Gössenheim. Viel Spaß. Ja, ich würde sagen, wir legen los, wir machen die Tür zu. Wir gehen nochmal alles durch, Türen sind zu, Staurohr ist frei. Rettung ist entsichert, ich habe alles eingestellt, wir sind safe. Delta Charlie Victor rollt auf die 22 und startet. Benzinpumpe an, Choke ist draußen, Licht an, Trimmung passt, Klappe ist gesetzt, check, alles safe, der Luftraum ist frei und wir haben eine leichte Seitenwindkomponente. Wir starten mit Klappe 2, Kenners. Sind wir umso eher weg, ne? Jo, Feuer frei, los geht's. Myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Naja, auf jeden Fall habe ich gestern Abend noch sehr spät, sehr fettig gegessen und das hat mir heute Nacht den Schlaf geraubt, Leute. Deswegen hänge ich gerade so ein bisschen drin. Ne? Das ist wie wenn der Motor nur auf drei Zylindern läuft. Er läuft zwar, aber nicht rund. Ja? Von daher, ich bin jetzt gleich froh, wenn wir zu Hause sind. Wir haben hier quer ab Neustadt-Saale, haben jetzt noch 15 Minuten und dann werde ich in aller Gemütlichkeit den Hobel ausräumen, die Ausrüstung nachbereiten, alles sauber machen und so weiter und dann werde ich mich mal schön aufs Sofa legen zu Hause. Jo. So, wir haben eine leichte Westwindkomponente drin. Der Wind müsste schön auf der Piste liegen und wir haben aber auch Gleitschirmflieger in der Homburg. Da ist gerade einer raus und gleitet gerade nach unten ab, ansonsten ist der Luftraum frei. Rechter Gegenanflug, 28 Delta Mike Charlie, Charlie Victor. Oh, ein Vögelchen hier. Ja, wie das Modo schon gesagt hat, so ein Bird Strike, Leute, das ist eine beschissene Sache, das sage ich euch. Okay, sieht gut aus. Ja, Windsack zeigt genau das an, was ich vorhergesagt habe. Der letzte Lektor rechts quer und dann direkt in Final Piste 28. So, okay, Klappe ist gesetzt, Benzinpumpe ist offen. Ist aktiviert. Sieht alles gut aus, würde ich sagen. Ne? Gleitschirm ist gelandet. Die Piste ist frei. Ja, so ein bisschen Turbulenz ist drin hier. Doch, 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 das merke ich. Das merke ich. So, oh ja, oh ja. Oh, fällt mir durch hier. Ah, das war nicht schön. Ah ja, ging, ging, ging. Haben wir schon schlechter gemacht, aber auch schon besser. Herzlich willkommen zurück in Gössenheim. Mensch. Ich hoffe, Dolkosch hat euch gefallen. Ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Ich bedanke mich ganz offiziell bei der kompletten Dolmer-Crew für eure super Arbeit, die ihr da geleistet habt. Macht weiter so, lasst euch nicht unterkriegen. Mir hat's gefallen. Ich bin auf jeden Fall jetzt hundemüde und hungrig. Leute, bleibt sauber, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao. Thank you.
30 Grad sind heute erwartet. Mir läuft jetzt schon die Suppe in die Arschkerbe, wirklich. Alter. Und es ist eine Brunswärme. Mir läuft das Arsch. Leck mich am Arsch, ey. Lauter Versprenger heute!